So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot. Wir sind hier anscheinend mittlerweile in der Siegestraße angekommen, wie ich sehe. Und oh, unser Team sieht schon minimal zerfetzt aus. Haben wir eigentlich Schutz dabei? Nö. Okay. Folgendes, ich werde erstmal eins der beiden Items da oben holen und dann werde ich nochmal ganz kurz offscreen bis nach Fatania City zurückgehen und dann mal schnell ein bisschen Schutz kaufen. Naja gut, Stärke haben wir noch aktiviert. So, jetzt können wir uns entscheiden, welches zuerst ist. Eh egal, wir kriegen am Schluss eh beide. Ein Knogger! Cooles Pokémon. Aber brauche ich jetzt erstmal nicht. Ach, die Drachenklaue. Die wollte ich sowieso noch jemanden beibringen. Da haben wir nämlich unser Gluraculi dafür. Der kann ihn nämlich echt gut brauchen. Dafür machen wir doch mal den Schlitzer weg, weil wer eine Drachenattacke hat, der braucht keine Normalattacke. So, er kann Drachenklaue, sehr schön. So. Ich mache einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder, weil ich möchte mit der Siegestraße in diesem Part noch fertig werden. Bis gleich. So, ich bin wieder da und ich war einkaufen. Ich habe nicht nur ein bisschen Superschuss gekauft, ich habe auch ein paar Tränke und ähnliches Zeug noch besorgt. Ich habe auch den Felsen schon dahin geschoben, sodass wir uns jetzt das andere Item holen können. Ein Sonnenbonbon. So, und jetzt geht's aber erstmal schön weiter mit der Siegestraße und da haben wir auch schon unseren ersten Trainer in diesem Part. Ich glaube, du bist gut. Gut genug, um mich zu schlagen. Sehen wir doch. Astrainer Nepomuk. Mit einem Radikal. Und ach ja, ich habe Aerodactyl nach vorne getan. Grimasse, das gefällt mir jetzt nicht. Ich will nicht, dass du meine Innetal wirst. Bist du ja noch schneller? Oh, na super. Super Zahn. Die einzige Attacke, die das, wie ich kann, mit der wahrscheinlich Schaden zufügen kann. Also, ernsthaft. Ein Shillock. Ja, da möchte ich wechseln, weil da habe ich mit Aerodactyl schlechte Karten. Vor allem mit halbem KP. Das lassen wir lieber Jake machen. Er darf erstmal einen Dönerblitz einsetzen. Der das Shillock hoffentlich one-hittet. Ein Bisa-Knosp. Ja, das ist wieder was für Aerodactyl. Da kann er jetzt wieder schön einen Flügelschlag raushauen. Das Viech überlebt es auch noch knapp. Und natürlich kann Schlafpuder, was denn auch sonst? Moment mal, da haben wir doch was dagegen. Die Pokéflöte. Ja, natürlich, er kommt zum Hypertrank daher. Was aber auch heißt, dass ich jetzt eine neue Chance habe, dass ich im Event immer one-hitten könnte. Zufallswert und so. Ja, hat funktioniert. Ein Glutexo. Da bleiben wir jetzt auch noch drin. Mit Antikraft. Glurak hat er auch noch. Ja, okay, das kriegen wir erst recht, wenn er Antikraft kapert.
Der hat da eine Doppelschwäche gegen. So. Ich weiß zwar nicht, wo du diese Chance gesehen hast, aber gut. Ach, Moment. Ja, der geht ja noch nicht rundherum. Ich habe mir auch ein paar Supertränke gekauft. Für die paar kleinen Wehwehchen für unterwegs. Ja. Es kommen immer noch wilde Pokémon, weil Aerodactyl ist erst Level 45. Heißt aber, dass nur noch Level 46er oder höher kommen. So. Dann verschieben wir mal den Felsen ja auch noch. Ein Arbok. Jetzt wirkt der Schutz nicht mehr. Regel Nummer 1. Der Schutz hört erst auf zu wirken, wenn ich es sage. Die Siegerstraße stellt eine Art Abschlussprüfung für Trainer dar. Schwarzgurt Kenji. Liebe Grüße an meinen guten Kollegen von mir an dieser Stelle. Also, Flügelschlag. Super effective. Und Level 46 für Aerodactyl. Ein Macholo. Na, da bleiben wir doch gleich drin. Wir den schon sehr effektiv kaputt hauen können. Ein Maschok. Wir haben das erste mit dem Flügelschlag gewonnen, dann wären wir mit dem doch auch fertig. Wir sind ja sowieso noch ein Level höher als vorher. Ah, hier reicht jetzt aber nicht. Ein Überwurf. Macht neutralen Schaden, weil sehr effektiv gegen Gestein, nicht effektiv gegen Flug. Da haben wir den Kenji auch besiegt. Moment mal. Werden die ja wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger brauchen. Sortieren wir die noch mal ein bisschen nach oben. Und jetzt lassen wir doch mal Jake nach vorne. Item. TM 37. Oh, was haben wir denn hier? Du möchtest also die Top 4 herausfordern? Das könnte doch ein Vogelfänger sein, so wie der aussieht. Oh nein, es ist ein Jongleur. Die haben ja hier noch denselben Overworld Sprite. Ein Traumato. Ich glaube, da sind wir mit einer Stärke besser bedient als mit dem Donnerblitz. Wobei auch wahrscheinlich beides nicht ausreichen dürfte. Ja, Traumato hat eine viel zu starke Spezialverteidigung. Dass ich damit speziellen Attacken angreifen will. Hypno. Ja, ich möchte wechseln. Und zwar auf Mike. Er ist der Einzige, der eine Chance hat, einen Hypno zu one-hitten. Dafür ist der Feelender immer wieder gut. Level 47 für Mike. Sehr schön. Und ein Kadabra kommt in den Kampf. Ja, da will ich wechseln. Das kann Aerodactyl jetzt wieder schön machen. Das sollte ja hoffentlich schneller sein als ein Kadabra. Und eine kleine physische Attacke sollte auch reichen.
mein Kadabra über die Bretter zu schicken, speziell wenn man einen Volltreffer damit macht. Noch ein Kadabra. Bleiben wir gleich drin. Bei Kadabras absolut mieser Verteidigung sollte es immer noch kein Problem sein, auch wenn man keinen Volltreffer macht. Da haben wir den Jongleur Nino besiegt. Und natürlich kommen immer noch wilde Pokémon. Ach, Level 48er gibt es hier auch noch. Hey. Komm nur her, ich werde dich besiegen. Versuch's doch. Herausforderung von Dompteur Ottfried mit einem Snowbilly-Card. Ja, da haben wir wieder das gute alte Duell Raichu gegen Snowbilly-Card. Die Fortsetzung von Pikachu gegen Mauzi. Eine Kratzfurie. Wetten, du triffst fünfmal. Kein einziges Mal wird Statik kommen. Oh nee. Nur. Trifft er halt nur dreimal, aber trotzdem keine Statik. Ja, den Volltreffer hättest du vorher machen sollen, Jake. Ein Entoron, da bleibe ich auf jeden Fall drin. Da sind wir doch wieder super effektiv. Ottfried haben wir damit auch besiegt. Ist da oben irgendwas? Ja, da ist noch ein Trainer. Jake ist immer noch vorne, gut. Wird schon nichts schief gehen. Die Siegerstraße ist sehr schwer zu meistern. Herausforderung von Jongleur Johann mit einem... Oh mein Gott, ein Phantom, was macht es weg? Ich mag keine Phantimos. Hey, wir haben ihn paralysiert. Und das kann auch vor Paralyse nicht angreifen. Sehr schön, Jake. Bist super. Das sollte jetzt auch auf jeden Fall einen Level abgeben. Level 47. Gut gemacht. Danke, danke. So, ich schmeiß mal Vuraculi nach vorne. Der Hagelsturm. So, jetzt fehlen nur noch Regentanz und Sonnentag und dann haben wir alle durch. Nehmen wir noch einen Hyperheiler. So, um den Felsen kümmere ich mich nachher. Man erzählt von einem Wunderkind. Trainer Nils mit einem Kokowai. Ja, da bin ich ja mit Duraculi echt gut bedient. Los, Flammenwurf! Gegrillte Palme, wer will was haben? Ein Elektroball, da können wir drin bleiben. Ist zwar riskant, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass unsere Pokémon mittlerweile genug EV haben, um schneller zu sein. Auch schneller als ein Elektroball. Dann mache ich trotzdem noch einen Flammenwurf, ich will mir keine Statik einfangen. Und da ist Level 47 für Glurak. Sandama. Da wechseln wir doch mal. Rüsselmops ist noch nicht auf 47. Gegen Sandama sollte er relativ gute Karten haben. Sandama hat jetzt nicht unbedingt die Mega-Spezialverteidigung.
Aber er hat Sandwirbel. Aber ich treffe zum Glück trotzdem. Und ein Arcani hat er noch. Hui. Ja, da würde ich doch mal mit Mike ran. Abhängig davon, ob er Bedroher oder Feuerfänger hat. Mal schauen. Er hat natürlich einen Bedroher. Ja, ich mache jetzt trotzdem ein Erdbeben. Egal. Ja, mit einem Volltreffer ist es auch scheißegal, ob ich bedroht wurde oder nicht. Da wird das Ganze nämlich schön ignoriert. Und ein Austoss. Ja, da lassen wir jetzt nochmal den Rüsselmops ran. Gegen einen Austoss sind wir mit speziellen Attacken wesentlich besser dran. Bei einer Spezialverteidigung von 45 und einer Verteidigung von 180 ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Der Stachler kommt ein bisschen spät, Junge. Und natürlich hast du einen Übertrank. Ich hätte es wissen müssen. Dann willst du immer mal schön Attackenpunkte sparen und dann kommt wieder sowas. Komm, machen fertig. Ist Level 47 für den Rüsselmops. Du bist das Wunderkind. Ach was. So, jetzt können wir Aerodactyl wieder nach vorne stecken. Der ist jetzt der letzte, der noch nicht Level 47 ist. Und hier haben wir einen Top-Beleber. Wie schön. Schutz wirkt nicht mehr. Wie lautet Regel Nummer 1 zum Thema Schutz nochmal? Richtig. Der Schutz hört erst auf zu wirken, wenn ich es sage. Hitzekoller, TM50. So, dich will ich ja auch noch besiegen. Wenn du an mir vorbeikommst, kannst du zu den Top 4 gehen. Pokémaniac Klaus. Klaus, Klaus, Klaus. Ach, der Witz wird nie alt. Lapras. Ja, da will ich mal wechseln. Ich habe zwar theoretisch auch einen Typvorteil gegen, allerdings hat er zwei Typvorteile gegen mich. Da mache ich das lieber mit Jake. Der wird zwar auch auf jeden Fall einen Donnerblitz überleben, weil ich kenne Lapras KP und Spezialverteidigungswert. Die sind nämlich ziemlich monströs. Oh, aber das zieht mehr ab, als ich dachte. Regentanz. Okay. Jetzt, wenn ich einen Donner hätte. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal einen schönen Durchbruch. Und dann haben wir einen Lapras weniger. Und ein Schlurp kommt in den Kampf. Und das können wir auch mit Shake machen. In den Durchbruch. Oh, das hat ja sogar fast gereicht. Oh, da reicht eine Stärke. Da haben wir den Klaus, Klaus, Klaus auch besiegt. Hier war früher mal Lavados. Jetzt ist es nicht mehr da. Jetzt steht es am Glutberg. Dort hat der gute Drago es ja auch schon umgehauen. Natürlich, ein wildes Pokémon. Was haben wir denn diesmal? Ein Onix. Ah.
Felsen muss dahinter. An die Trainerin da unten erinnere ich mich. Die gibt eine Menge EP, die hat nämlich einen Janera dabei. So, dann muss der so hin. So. Und so. Und noch ein Onyx. Langsam könnten sie mich mal in Ruhe lassen. Trainer sind geborene Kämpfer, immer auf der Suche nach starken Gegnern. Ich habe übrigens für heute mal vor, den Part ein kleines bisschen zu überziehen. Weil wir müssen ab der Pokémon-Liga sowieso gemeinsam weiterspielen und es würde sich nicht mehr lohnen, wenn ich Drago das nächste Mal einfach nur noch das letzte bisschen von der Siegerstraße machen lasse. Das wäre wahrscheinlich noch ein 5-Minuten-Part, den er am Schluss da zusammenkriegen würde. Daher werde ich heute mal eine kleine Ausnahme machen und so lange überziehen, bis ich durch die Siegerstraße durch bin. Ein Yugong. Ja, ich möchte wechseln. Jake, für Yugong bist du der Spezialist. Yugong ist ein tolles Pokémon. Habe ich mir neulich auch eins gezüchtet. Ich habe es zwar noch nicht ausprobieren können, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es so gut funktioniert. Ja, jetzt bringt er sich wenigstens noch selber um. Ein Pummelow. Will ich da wechseln? Ja. Das lassen wir wieder Aerodactyl machen. Er muss schließlich noch Level 47 werden. Natürlich kannst du Gesang und triffst damit. Ist ja nicht so, als ob die Attacke nicht 55% Trefferchance hatte. Damit sie eigentlich theoretisch jedes zweite Mal daneben gehen müsste. Aber gut, wir haben ja auch eine Pokéflöte. Ich mag den Klang davon. Und natürlich hat die auch eine Top-Genesung, ist ja schließlich eine Ast-Trainerin. Ups, ich wollte nicht ins Inventar, ich wollte angreifen. Walzer, der ist sehr effektiv. Und wenigstens kriege ich es jetzt kaputt. Level 47 für Aerodactyl. Wenn Snoopy die Card kommt. Wen schickt mir denn da rein? Lass mal das mal Gluraculi machen. Flammenwurf. Der sogar einen Volltreffer macht. Ist damit one-hitted. Und das Janera, das ich angekündigt habe. Wem geben wir denn die ganzen EP? Komm, soll sie Jake haben. Jetzt gibt es gleich eine Menge EP. Das kann ich schon mal so sagen. Allerdings müssen wir dafür physisch draufhauen. Meine spezielle Attacken überlebt Janera ohne Ende. Physische hingegen kippt's um. So, dann ist Jake Level 48. Ja, lassen wir mal Aerodactyl vorne. Schon wieder der Schutz.
braucht da nicht irgendjemand. Komm, du kriegst nur einen. Da, Mann, nochmal zwei Trainer. Nur Auserwählte dürfen passieren. Ass-Trainer Diego mit Kinder. Ja, super. Gegen Kinder wollte ich jetzt nicht unbedingt mit Aerodactyl kämpfen. Wen schicke ich denn da rein? Das ist jetzt die große Frage. Was kannst du eigentlich am besten? Ein Lehmschuss. Okay, da hätte ich echt mit Aerodactyl drin bleiben können, wenn der so blöd ist. Der wollte echt einen Lehmschuss gegen Pokémon einsetzen. Naja, Volltreffer, so geht's natürlich auch. Ein Turtok. Na gut, dann darf das Jake jetzt wieder machen. Hat jetzt nur noch Wasser-Pokémon. Wird Jake ja voll übertrainiert. Oh gut, kriegen wir wenigstens noch ein bisschen was bis Level 50, bevor wir in die Top 4 gehen. Oh, natürlich überlebt er das jetzt knapp. Der macht einen Volltreffer. Ja, natürlich hat er auch einen Übertrag. Ich hätte dran denken müssen. Wieso denn eigentlich auch nicht? Hat ja jeder Ass-Trainer einen Übertrank. Super effective. Mein Quapuzzi. Ja, bleiben wir gleich drin. Wenn der nur Wasser-Pokémon hat, dann hauen wir das halt alles mit Jake um, auch wenn uns langsam die Attackenpunkte vom Donnerblitz ausgehen. Tintoxa. Ja, das mache ich jetzt mit jemand anderem. Das darf Mike machen. Und der hat die perfekte Attacke dafür. Erdbeben! Sehr effektiv. Ein Seemon. Wie wir alle wissen, Seemon hat eine beschissene Spezialverteidigung. Da kommt ein Donnerblitz auf jeden Fall als One-Hit durch. Langsam echt mal mit den Donnerblitz sehr sparsam umgehen. So. Er fasst es nicht. Na, der Rüsselmops kriegt auch was. Wenn wir schon dabei sind, kann er eigentlich auch noch gleich einen haben. So, jetzt du noch. Gleich siehst du, wie gut du bist. So, der eine hatte nur Wasser-Pokémon. Was hast du jetzt? Das bist wahrscheinlich die mit nur Pflanzen-Pokémon. Da können wir jetzt wenigstens mit der Aerodactyl was machen. Der kann sich da schön mit seinem Flügelschlag durchkloppen. Trainer, die dauern hier alle so lang, weil die alle so viel Pokémon haben. Ein Ultrigaria. Zum Glück kein Sarzenia. Ja, wo man gerade vom Teufel spricht, da kommt das Sarzenia. Das halt auch kaputt. Okay, hat nicht ganz gereicht. Uff, zum Glück habe ich da mal ein bisschen Glück gehabt hier.
Ich sehe schon, der Part kriegt deutliche Überlänge. Vielleicht hätte ich einfach mit bei 20 Minuten aufhören sollen. So. Oh, Flügelschlag gehen die Attackenpunkte aus. Das will was heißen, der hat nämlich ganz schön viel. Ein Paras, ja, da bleibe ich erst recht drin. Der könnte zwar einen Sporenwirt haben, na gut, was heißt könnte, der hat ihn höchstwahrscheinlich. Aber da müssen wir trotzdem draufhauen. Wenn wir schon eine Doppelschwäche hier haben. Und jetzt kommt noch Parasek. Den kriegen wir ebenfalls mit einem Flügelschlag klein. Dank Doppelschwäche. So. Der da rein. Dann springen wir hier gleich mal hinterher. Sind wir aber wenigstens gleich fertig mit der Siegestraße. Weil hier haben wir nur noch einen Doppelkampf. Und wer ist denn da gerade vorne? Aerodactyl und Gluraculi. Die zwei können das. Wir versuchen gemeinsam Champs zu werden. Herausforderung von Primapaar Tyro und Lore. Nidoking und Nidoqueen. Das haben sie sich ja schön ausgedacht, die beiden. Ich habe jetzt dummerweise keinen Surfer hier. Na dann. Erstmal den mit mehr Angriff kaputt hauen. Der schon mal weg, auch wenn ich jetzt noch ein Gift dann davon kassiert habe, aber der ist mir jetzt auch egal. Body Slam. So, dann wollen wir doch auch hier mal ordentlich draufhauen. Nidoqueen könnte das Ganze zwar jetzt überleben, aber okay, die wird es auch ziemlich sicher überleben. Erst auf den gehauen hat, der mehr Angriff hatte. Erstens, der geht schneller kaputt. Zweitens, der macht mehr Schaden. Also sollte man schauen, dass der zuerst weg ist. So, erstmal Level 48 für Aerodactyl. Da gibt er nochmal ordentlichen Schub im Angriff. So. 1 Trainer steht noch da. Und weil ich den heute den ganzen Tag noch nicht eingesetzt habe, machen wir den mit. Oh. Du kannst stolz auf dich sein, weil du dich so wacker auf der Siegestraße geschlagen hast. Als Anerkennung deiner Leistung möchte ich einem deiner Pokémon Risiko-Tackle beibringen. Nein, danke. So, damit sind wir in der Siegestraße. Siegestraße, Pokémon Liga. So, jetzt muss ich nur noch den richtigen Weg hier durchfinden. Hier geht's lang. So, jetzt noch Pokémon heilen. Und immerhin, ich habe 10 Minuten überziehen müssen. So. Na dann, ich verabschiede mich dann erst einmal. Wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder, denn den nächsten Part werden wir auch gleich schon zusammen aufnehmen. Bis dahin, ja, macht's gut, viel Spaß, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.